Die Begeisterung. Motivation pur. Hallöchen. Ne, was nee. Was packen wir heute aus? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Okay. Okay, alles klar. Heute soll es darum gehen, warum ist dieser YouTube-Kanal so, wie er eben ist? Warum sind unsere Videos so, wie sie eben sind? Warum schreist du mir ins Ohr? Warum das so ist, weil ich von Natur aus sehr laut rede. RIP Headphone Users. Und eine ganz wichtige Frage, weil immer wieder Leute fragen, was ist denn das Thema eures Kanals? Das werden wir heute auch klären. Alles. Alles. Genau, alles. Ich meine, du weil kennst ist, ja selber... Das ist der Kanal von ja. Chuck Norris, ja? Welches Thema? Alles. Alles. Du kennst ja selber das alte YouTube noch so ein bisschen. Du meinst von 2012? Ja, ich kenn's noch ein bisschen länger. Ich war ja 2012 schon auf YouTube mit Play It Fast TV. Das blende ich euch mal ein. Meine ganzen alten Let's Plays. Das blende ich euch da mal ein. Und damals schon habe ich eigentlich immer das gespielt, worauf ich Lust habe. Und mittlerweile mache ich die Videos, worauf ich Lust habe. Weil ich das alte YouTube, da sind wir wieder beim Thema, total mag. Damals war es noch so, man hat wirklich das gemacht, worauf man Lust hat. Es gab immer so eine Art Schatzkiste, die man aufgemacht hat und man hat jedes Mal darin was Neues entdeckt. Es kamen die verrücktesten Videos, die verrücktesten Ideen und heutzutage hörst du noch Nische, 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 das Thema, das Thema, das Thema. Ich bade in irgendwas. Genau, sozusagen. Ich finde es im Grunde genommen ja ganz cool. Ich schaue selber auch Kanäle und würde es auch niemals ausschließen, irgendwann mal manche Sachen auszulagern, einfach weil es dann schöner ist, weil nicht alles auf einen Kanal sein muss. Wie zum Beispiel Gaming, was wir ausgelagert haben. Meine Aber Damen und Herren, die Wahrheit. Michel schaut Kanäle. Allerdings muss ich dazu sagen, nicht alles. Also ich sehe es jetzt nicht ein, weil mich 10 Sachen interessieren, 15 Sachen interessieren und ich neue Ideen habe, mir tausende Kanäle zu erstellen. Was ich ja sehr geil fand, es gab ja mal auf Facebook dieses nette Kommentar, als jemand den Trailer geguckt hat und geschrieben hat, du bist doch nur, wie war das, aufmerksam, sensations- und klickgeil, so viele verschiedene Sachen, wie du auf deinem Kanal hast. Nein, falsch. Mich interessieren sehr viele Sachen und ich habe sehr viele Hobbys. Ist jetzt der Text plötzlich ausgegangen? Du redest und redest ohne Punkt und Komma und dann... Und das Gleiche ist auch die Qualität bei uns. Ich versuche ständig, die Qualität zu verbessern, neue Maßstäbe zu setzen. Aber ich habe auch Lust, manchmal einfach einfache Dinge zu veröffentlichen, einfache Sachen. Es muss nicht sofort alles perfekt sein, habe aber diesen Drang, mich zu verbessern, vieles hinzukriegen. Aber ich mag auch andere Arten von Videos. Total gerne auch einfacher gemachte Videos, wie zum Beispiel, dass meine Freundin praktiziert. Naja, du hast es ja mal, was du machst, als Qualitätsoffensive bezeichnet. Ich mach da nicht mit. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch an den Gaming-Kanal erinnern kann. Damals, als wir dieses Autorennspiel da gespielt haben, unter Linux, was so ähnlich ist wie Mario Kart. Super Tux. Ja, genau. Wir haben mit dem Handy den Bildschirm abgefilmt. Einfach weil es spontan war. Ich habe kein Problem damit, das auch heute noch zu machen. Und das Ganze war ja auch verpackt in so eine Art Vlog. Das ja. hatte ja auch diesen Vlog-Charakter. Und auch heute, wenn ich die Kamera habe, halte ich drauf. Und das liegt bei mir daran, ich mag beide Sachen. Ich finde zum Beispiel den Kanal von Casey Neistat richtig cool. Wo mir der Name damals entfallen wird, hey, wer war denn das? Dann so, oh Gott, das ist der ich die ganze Zeit gucke. Toll. Und der macht auch das, worauf er Lust hat. Die Qualität muss nicht unbedingt die beste sein. Aber ich mag zum Beispiel auch solche Sachen wie Peter Lindgren, der dann sagt, geiles Equipment, gestochen scharfes Bild. Also ich möchte alles machen. Ich mache einfach klipp und klar das, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist der Kern dieses Kanals. Wenn mir morgen in den Sinn kommt, ich baue eine Dominobahn und will das unbedingt filmen, ja, dann baue ich eine Dominobahn. Nein, das machen wir morgen nicht. Ja, wir haben morgen andere Sachen vor, aber jetzt mal als Beispiel. Und bei dir ist es ja ähnlich. Du machst ja auch letzten Endes das Video, wenn dir danach ist. Oh. Ja, außer letztens. Kannst du mal ein Studiumsupdate aufnehmen? Ja, mach ich. Ja, aber damit auch eigentlich ist schon quasi alles gesagt.
Das macht unseren Kanal aus. Ihr könnt hier vieles finden. Ihr könnt Wünsche theoretisch äußern. Sagen hier, ey, hast du nicht mal Bock, sowas zu machen? Nein, wir spielen nicht Fortnite. Ja, da gebe ich dir recht. Und auch nicht LOL. Und wenn ihr StarCraft sehen wollt, dann kommt ihr auf den Gaming-Kanal. Aber wie gesagt, das sind so die Kernthemen, die wir haben. Nämlich keine Themen. Also natürlich, es gibt Kernthemen. Ich muss sagen, ich habe am Anfang probiert, ich habe immer so dieses Elon Musk-System gefahren. Ich probiere alles aus und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, dann probiere ich das nächste aus. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist der Kern Vlogs, Produkttests, Unboxings, solche Sachen mit integriert. Technik, Outdoor- und Angelvideos. Kochen. Würde ich nicht mal als Hauptthema. Das steht lange im jetzt? Kanalbanner. Ja, es ist ein, also dann noch Kochen. Feuerwerk. Genau, Pyrotechnik, wobei ich den Park... Nee, hatten wir Vlogs am Anfang? Ja, hatten wir. Es waren noch aber 6 Sachen. Egal. Wobei ich den Part Pyrotechnik für dieses Jahr ein bisschen verändern will, da habe ich mir ein paar andere Sachen überlegt. Aber ja, auch das ist so mein Hobby und da nehme ich euch definitiv auch wieder mit auf die Reise. Das ist alles, was ihr bei uns auf dem Kanal entdecken könnt und noch viel mehr, weil wenn uns irgendwas einfällt, dann halten wir die Kamera drauf und machen ein Video drüber. Das alles und noch viel mehr gibt's bei uns auf dem Kanal. Yeah! So, was heißt das jetzt für euch im Klartext? Ihr wisst, was das heißt. Da gibt es so ein Ding namens Glocke, die müsst ihr aktivieren. Dann gibt es eine Kommentarfunktion, da müsst ihr jetzt unterschreiben, habt ihr geil gemacht, Video gefällt mir. Und dann müsst ihr den Kanal noch abonnieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr quasi unendlich viele Themen ergründen. Wir sind sozusagen eine Online-Variante des Brockhaus. Kannst du mich bei deiner komischen Werbungsoffensive irgendwie rausschneiden? Das ist ja peinlich, was du hier veranstaltest. Ich blur dein Gesicht und leg irgendein Smiley oder sowas drüber. Das mache ich. Nein. Doch, mach doch. Mach doch. Wir klären das jetzt mal. Tschüss. Nein.